vorstellen, wenn es dort wieder halbwegs, wenn dort wieder halbwegs normale Verhältnisse herrschen, dass die dann, kann ich mir vorstellen, schon gern wieder in ihre Heimat zurückkehren. Du musst das Ehepaar von wo die Tochter den Mädchen gestorben hat, sonst wird von einem Afghanen. Das gehen wir nicht näher auf der Linie. Ich bin der Meinung, dass das da nicht herkehrt. Es ist eine Bundesmaterie, die wir die aufgrund eines. Das, vor allem, ja. Glaube ich, es ist ja so, dass es mit der Zivilstand soll ja auch kommen, dass diese Asylverfahren verkürzt werden. Und ich finde das auch richtig so. Also, ein Asylverfahren soll eine gewisse Frist haben, von einem Jahr oder wie auch immer. Eben, aber das ist auch Sache des Bundes. Und da muss ich sagen, ist es gescheit. Diese Asylverfahren irgendwann mal verkürzt werden, dann haben sie, machen sie einen Lehrberuf, der dauert 3 oder 4 Jahre. Deswegen muss schon seit 5 Jahren. Das kommt mit Sicherheit, weil es alles schon lange ist. Was war Grund? Ich sagte, warum das so lang laufen, das Asylverfahren. Ich kann dir das schon sagen, weil jeder Beschwerde erhebt. Jeder, der einen negativen Bescheid kriegt, erhebt Beschwerde. Es sind ganz gravierende Unterschiede zwischen den Bundesländern. Und zum Beispiel in Wien und Niederösterreich, da kriegst du viel eher am Bescheid, das jetzt zum Beispiel also schneller als wie in der Steiermark. Das dauert ja bei uns Jahre in der Steiermark. Vielleicht liegt es ja daran, dass man näher am Süden, es dauert keine Jahre, wenn man näher am Süden, deswegen dauert es nicht, weil die Behörde jetzt in dem Fall nicht schnell entscheidet. Meistens ist die erste Entscheidung von der ersten Instanz, die dauert nicht ewig. Ewig dauern die Verfahren, die dann in die Rechtsmittel eingehen, die dauern. Und wenn dann die Beschwerde erhoben wird, ja, dann aber wird das nicht. Wie müssten das dann ändern? Dann ist ja gut, wenn sie in der Zeit was lernen. Das ist ja. Ja, ja, das dürfen Sie ja schon. Seit 2013 ist es ein Gesetz in Österreich. Nur wieder mittendrin nur fertig lernen. Ein Asylwerber bis 25 Jahre. Ja, Asylwerber. Werber. Ja. Bis 25 Jahre einen Lehrplatz in Mangelberufen, der von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, weil in Tirol brauche ich zum Beispiel mehr kochen können, in Wien brauche ich weiß ich nicht was, ja, die dürfen. Ja, aber da braucht nur die Firma sagen, ich würde gerne den Herrn oder Frau XY haben, zack, angesucht, was, den darf er. Was noch dagegen spricht, ist der heute veröffentlichte Bericht des Arbeitsmarktservice Österreichweit, was ich das mitgekriegt habe. Da ist es darum gegangen, dass das so etwas. Ja, aber schau mal, bei aller Liebe, und das ist immer die Arbeit im Fremdenwesen, ja, bei aller Liebe, es gibt Gesetze, bei allen Emotionen, es gibt Gesetze, an die man sich erhalten muss. Ich habe nichts mit Asylverfahren zu tun, aber ich habe mit Fremdenwesen zu tun. Und es ist manchmal hart, aber wenn gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt sind, deswegen gibt es Behörden, die darüber entscheiden, wann Voraussetzungen gegeben sind auf dem Gesetz und wann nicht. Und die werden oft schon. Das ist aber so. Die anderen können aus gewissen Dingen ganz gut arbeiten, die anderen nicht. Jetzt ja, hat der Burschen oder ein tolles Mädchen, das hilft und schon das kann. Und dann wird es mehr als der Lehrzeit auch schon. Es hilft nichts, wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden können, hat der keine Berechtigung, dort zu bleiben. Oder wenn der Grund, wegfällt. Und ich kann ihn nicht jedem, nur weil er dann da lernt, ja, da behalten. Das ist ein sehr emotionales Thema, es gibt da sicher für und wieder. Es gibt wenn ganz ich ihn erzähle, also der muss dann jeden, der ansucht drum, der dir was vorjammert, der permanent. Muss an jeden Aufenthaltstitel geben zum Beispiel. Das kannst du aber nicht, wenn du musst objektiv reden. Von jedem Gerät, von den Lehrlingen reden. Ja, dann ist ja jeder irgendwann einmal Lehrling. Für mich hätte es auch einen Sinn gehabt, die Rot-Weiß-Rot-Karte nur danach gedacht, aus dem Inland zu stellen, am Höhepunkt der Fluchtkrise, damit er nicht zurückgehen muss. Aber es ist de facto alles. Und leider wird es so missbraucht. Es ist alles ein Pull, es erzeugt alles einen Pull-Faktor, der sagt, es gibt schon wieder, und da muss ich jetzt die NGOs wirklich einmal nicht ausnehmen, sondern dafür verantwortlich machen. Wir hätten viele der Probleme, über was wir da diskutieren. Das sind alles gute Ideen.
menschlich gesehen, für die Wirtschaft gesehen, hat das alles ein Fünkchen Wahrheit. Wenn es nicht im Hintergrund Leute gibt, und das sind jetzt nicht die Flüchtlinge, sondern das sind österreichische Organisationen, die hergehen und es einerseits ermöglichen, dass sie jeden, der einen negativen Bescheid kriegt, in die nächste und nächste und nächste Instanz bringt, weil es hätten die selber aufgrund von Deutschkenntnis und so weiter gar nicht zusammenbringen wahrscheinlich, denen wird da geholfen und damit wird das System missbraucht. Und das Zweite ist dann, hätten nicht auch inländische Organisationen über jeden Schritt, wie es möglich ist, nach Österreich zu kommen, bis ins Heimatland zu informieren. Und das würde da, glaube ich, auch ganz stark passieren, dass ich sage, jetzt haben wir wieder ein Schlupfloch gefunden, geh nach Österreich, schau, dass du einen Lehrberuf anfangen kannst, dann hast du es zumindest gesichert, dass 3 Jahre da bleibst. Obwohl wir Teile der Arbeitskräfte brauchen könnten. Das Problem ist aber, dass es gerade heute in der Studie vom AMS, die veröffentlicht worden ist, Afghanen, Tschetschenen ist dezidiert genannt worden und auch einige andere Gruppen sind nicht möglich in den Dienstleistungsbereich zu vermitteln und das tun aus Angst die AMS-Mitarbeiter auch nicht, bis heute veröffentlicht worden, im Teil habe ich noch nicht gelesen, weil das nicht zur Kultur passt. Das sind aber genau die Mangelberufe, die da jetzt angesprungen sind. Es gibt überall Ausnahmen, es gibt überall Anständige und wenn bei uns schauen. Es wird niemand mehr wehren, es wird kaum um 2 Uhr in der Nacht zum Arbeiten beginnen. Also es gibt schon noch andere Berufe, als Kellner oder ich sage nur, die Möglichkeit auch legal nach Österreich zuzuwandern über die Rot-Weiß-Rot-Karte, als Schlüsselkraft in Mangelberufen oder über andere sonstige Schlüsselkräfte, die ist definitiv gegeben. Jeder Antrag kann aus jedem Land gestellt werden. Nicht als Lehrling, das gebe ich zu, ja. Die Sache ist jetzt, die Geschichte ist jetzt... Ja, das ist das große Problem. Und da entscheidet zum Beispiel auch das AMS, weil wir bringen das ja ein, wir überprüfen dann, ob die originale